Flaschen. Mit deiner Partie, Matthias, oder? Ja, nicht wirklich, ne. Das war doch ein Meisterwerk. Okay, mein Gegner, also hat sich aber selber kaputt gezogen, ja. Das war, glaube ich, die Kurzzusammenfassung. Ich meine, mein Gegner hat mich überrascht mit diesem Springer C3, das macht er normalerweise nicht, aber gut, sein Hauptsystem, als ich geguckt habe, war halt diese komische Variante, wo er hat das halt die ganze Zeit online gespielt, aber ich dachte, das wird er jetzt vielleicht nicht OTB spielen, das ist so eine ganz krumme Figurenopfer-Variante, aber die wahrscheinlich, okay, ich weiß nicht, ob sie verliert, aber ist zumindest jetzt nicht so toll. Deswegen hat Springer C3 gemacht, G4, okay, und ich weiß natürlich auch, dass C5 der Hauptzug ist, aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet heute und ich dachte, macht nicht so viel Spaß, in diese Variante zu gehen, wenn man sich nicht auskennt und der Gegner das alles angeguckt hat. Deswegen, ich wusste, dass es dieses Springer E7 H6 gibt und das nicht so schlecht ist. Also ich glaube, man kann das einfach spielen. Und vor allen Dingen spätestens nach Springer schlägt G6 dachte ich, okay, gefühlt ist die Partie schon gelaufen. Mhm. Ja. Ich meine, sieht wie ein sehr guter Franzose aus. Okay, es ist einfach, wenn er nach Springer G6, wenn ich die Partie nicht gewonnen hätte, ich glaube, ich wäre aus dem Turnier rausgegangen. Also, also ich meine, er muss hier halt irgendwas anderes machen, ja, H4 oder irgendwas. Also ich glaube, er meinte, er hat zu viel Angst vor Läufer H7, aber ich glaube nicht, dass Läufer H7 so eine große Drohung ist. Dass er, ich meine, das Problem ist, der Springer G6, er hat halt so viele Schwächen im Königsflügel und er kann halt einfach C5 nicht richtig verhindern. Ja, also gut, es ist sicherlich nicht gewonnen, aber es ist halt sehr, sehr gut für Schwarz. Also gerade aus praktischer Sicht, er hat den gemacht, C5. F4, ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich dachte dann, H5 ist sehr interessant. H5 war ich so beeindruckt, das war krass. Ich war auch absolut beeindruckt. Ich dachte, G5 ist halt im Prinzip schon Aufgabe. Ich dachte, wenn irgendwie, aber F5 funktioniert halt, glaube ich, einfach nicht. Ich habe den, hier nehmen kann er nicht, weil das, okay, was heißt kann er nicht, aber ist zumindest wahrscheinlich nicht gut. Ich habe irgendwie so einen Kram gerechnet, König G8. Und okay, egal wie er nimmt, die Stellung sieht irgendwie sehr, sehr, sehr krumm aus für ihn, aber ich weiß es nicht. Ich habe wahrscheinlich mit der Dame nehmen. Okay, ich kann mindestens CD und Dame H4 und dann irgendwie den G4 mitnehmen. Okay, es ist wahrscheinlich schlecht für ihn, aber ich dachte, F5 ist zumindest noch irgendwie das einzig Spannende. Und ich habe auch erst überlegt, Rochade, aber ich glaube, hier ist Dame D7 tatsächlich sehr gut. Den hatte ich erst überhaupt nicht auf der Rechnung, aber irgendwann habe ich verstanden, ich kann wahrscheinlich einfach lang kochieren und sein Königsflügel bricht zusammen. Er kann ihn halt irgendwie nicht verteidigen. Ja, ich greife den F5 an. Nach FE habe ich immer Dame E6. Also, vielleicht ist Dame D7 Quatsch, aber ich habe nicht gesehen, was er hier machen soll. Weil abgesehen von Dame D7 wusste ich nicht, was hier so der Knockout ist, weil hier hat er den und okay, Springer F3 nimmt er und macht E F7, das ist alles andere als klar und sonst nimmt er auf G4, aber ich glaube, Dame D7 ist gut. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass er das versucht zumindest, weil G5 ist halt so ein trauriger Zug. Er ist, ich meine, der Springer kommt nach F5, okay, ja. Dame E2. Ich dachte, du kannst vielleicht sogar D4 nehmen, aber. Also hier? Ich habe jetzt nicht lange reingeschaut. Also hier meinst du? Nach F5 meinte ich irgendwie, aber vielleicht. Ja, ich habe auch versucht, das zu rechnen, aber ich war mir halt immer nicht sicher. Ja, okay, das ist nicht so beeindruckend wahrscheinlich. Okay, vielleicht geht sowas auch, aber ich dachte halt am Ende, okay, diese Springer H4, Dame D7 ist wahrscheinlich ganz gut. Ich habe auch alles andere versucht zu rechnen, aber war nicht hundertprozentig sicher. Okay, und ich weiß nicht, ob ich die beste Version gewählt habe, aber ich dachte, irgendwann muss ich halt jetzt das machen und nehme den Läufer mit. Ja. Okay, er hat diese Dame F2, Läufer C5-Idee, die, glaube ich, noch wahrscheinlich ganz interessant ist, weil wenn er nicht den Läufer abtauscht, ist die Stellung noch viel schlimmer. Ja, dann, ich glaube, das war schon... Vielleicht Dame A5? Dame A5, wieso habe ich den nicht gezogen? Wieso zur Hölle habe ich den nicht gemacht? Läufer schafft D4, ja, oder was? Na, D4 kommt B4, das ist... Ja, was? Und Dame, einfach Dame F8, ja. Nee, ich glaube einfach wieder nehmen. König F8 wahrscheinlich. König F8. Ja, ja, okay, und jetzt muss ich halt nicht die Damen tauschen. Ja, jetzt habe ich die. Jetzt ist wahrscheinlich einfach komplett gewonnen. Ja. Ja, okay. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum ich Turm B8 gemacht habe. Also ich verstehe schon, ich bin halt schlecht, aber. Nee, ab B4 wahrscheinlich, oder? Dame A5, B4. Dame A3. Das dachte ich zumindest. Nee, ja, Dame A5, B4 könnte ich doch einfach Läufer C5 machen. Oder Dame. Ja, das hatte ich erwartet, dass du so spielst und Läufer C5. Ja, du erwartest, du rechnest halt damit, dass ich gut im Schach bin. Ja, das ist nicht die richtige Einstellung. Muss halt bei mir immer den schlechtesten Zug erwarten, das trifft dann auch zu. Ich verstehe selber nicht mehr, warum ich Dame A5 nicht gemacht habe. Ich habe den natürlich überlegt, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, Turm B8 ist besser. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Dame A5 einfach gewonnen und Turm B8 gibt den Vorteil gefühlt halb aus der Hand. Okay, Dame E7 jetzt.
kann halt in das Endspiel gehen. Ja, ich glaube, Dame C6 muss irgendwie verlieren. Ich habe nicht konkret gesehen, wie es verliert, weil das Einzige ist, ich kann nicht ganz konkret gewinnen, weil er hier am Ende mit Dame C8, Dame C5 Dauerschach hat, ja, also weil der Turm immer hängt. Aber ich glaube, alles andere außer der konkreten Variante gewinnt halt. Einfach irgendwas, ja. G6 oder so, ja. Ich glaube, selbst könnte G6, könnte G7. Ich habe sogar das hier überlegt und lange auch gerade König E7, aber es sah mir ein bisschen verrückt aus, aber ein Turm kommt nach C8 und irgendwas wird fallen. Okay, aber ich glaube, irgendwas gewinnt hier. Ich dachte auch, er macht das Nebenleben. Ja, er hatte auch wenig Zeit, er hat dann getauscht. Ja, okay, hier war ich sehr unzufrieden, wie ich das alles gespielt habe. Ich dachte, C5 muss richtig sein. Ich weiß halt nicht, ob H4 wirklich nötig ist oder nicht. Ich hatte gedacht, irgendwann droht vielleicht mal Sprenger G3, aber wahrscheinlich droht es nie. Wahrscheinlich ist H4 einfach ein Tempoverlust und idiotischer Zug. Aber okay, ich habe es gemacht. H5. Turm C1 und jetzt habe ich verstanden, okay, seine Idee wird wahrscheinlich sein, C4 zu spielen, weil er halt irgendwie Gegenspiel haben möchte und nicht einfach mehr passiv warten möchte. Ja, und jetzt fing es an. Jetzt habe ich natürlich, ich habe hier lange überlegt, war dann richtig glücklich, dass ich diese Turm D8 Idee gefunden habe. Und dann saß ich da und dachte, ah ja, komm, ich tausche zuerst, ist ja logisch. Und dann habe ich den Zug gemacht, er hat angefangen zu überlegen. Ich dachte, ich bin einfach wirklich der größte Trottel der Welt. Ich habe nicht gesehen, dass er zwischennehmen kann und dann D6 Schach droht. Ich dachte, irgendwie zwischennehmen geht nicht, weil ich B2 oder BR2 habe, aber dann kommt D6. Das heißt, hier ist vielleicht nicht völlig gewonnen. Wenn ich wieder nehmen muss, dann kann er vielleicht irgendwie... Ich meine, die Stellung ist schlecht, aber... Ja. Stellung ist sehr schlecht, aber die Sache ist, ich kann halt einfach sofort Turm D8 ziehen, ne? Ich habe ja... Das war ja meine Idee und ich kann es auch sofort machen. Das ändert nicht viel. Weil die Idee bleibt gleich. Also ich kann auch einfach die Partiestellung zeigen, sonst müssen wir nicht zu viele Varianten machen. Sagen, also die eine Idee ist halt, dass das nicht geht wegen Turm B3, ja, das ist... Du willst vielleicht auch nicht unbedingt auf B3 nehmen, oder? Was? In der anderen Stellung nach Turm D8 musst du nicht immer auf B3 nicht nehmen. Deswegen in den meisten Fällen wahrscheinlich schon. Aber gut, ich meine, das Entscheidende ist halt hier und ich glaube hier nach Turm E4 hat er einfach immer keinen Zug, weil Springer D4 kommt. Also ich habe zumindest nichts gesehen und er meinte halt auch keinen Zug gesehen, deswegen hat er das auch nicht gemacht. Vielleicht gibt es hier irgendwas, was wir nicht gesehen haben für Weiß, was nicht sofort Aufgabe ist. Aber ich habe es persönlich nicht gesehen. Ich sehe nur, dass die Engine nur minus 1 kommt. Könnte ich auf 1 oder was? Könnte ich auf 1, aber dann kommt Turm D2, ja. Dann Turm F2 oder so. Okay, das, keine Ahnung, also ja, vielleicht ist es halt nicht. Nein, okay, Springer E3, G4, ja. Das ist von. Nee, ich dachte, das hier ist super, super gefährlich für ihn. Vor allen Dingen, er war auch runter auf 2 Minuten oder so. Ich glaube, das verliert man hier einfach dann irgendwie. Okay, ja, und dann hat er halt panisch König E1 gezogen, aber jetzt gewinnt halt D4 einfach, weil er nicht in der Zeit ist, irgendwie den Bauern auf B3 zu verteidigen. Also wenn er irgendwie sowas versucht, kommt D3, ja, und er kann nicht nach C1 wegen D2. Und er hat halt den Bauern blockiert, aber jetzt kommt Turm B8 und Turm B1 kommt Turm C4, ja, und das hier ist, glaube ich, nicht mehr ganz so spannend. Ja, einzige Entscheidung, wo ob ich den C4 bauen oder den H2 bauen möchte. Ich glaube, der C4 ist noch schöner, dann kann ich einen König nach D5 bringen. Dann hat er auch die und der hat überhaupt kein Gegenspiel. Ja, der Turm sieht aktiv aus, aber es ist unmöglich, mit dem Bauern von mir zu greifen. Nee, der Springer deckt den G7, den H4 und den E6 kann er nicht angreifen, weil der Springer E7 deckt. Ja. Und okay, wenn er den macht, dann kann ich auch mit König D5 decken. Also das ist, nee, ich glaube, es war auch rechtzeitig die Aufgabe, es kann nicht mehr so viel passieren. War noch eine schöne Partie. Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, der Moment, wo ich AB3 gespielt habe, wollte ich mich einfach umbringen. Also, ich habe halt den Zug nicht gesehen. Okay, ist halt ein Einsteller. Ja, aber das Problem ist, ich habe halt die ganze Zeit mich auf Turm D8 verlassen und dann dachte ich mir, ach komm, ich kann ja auch zuerst nehmen und dann hat er halt auch noch eine Minute überlegt und ich dachte mir in dieser Minute, das kann nicht mein Ernst sein, dass ich jetzt auf B3 genommen habe. Ich hatte einfach Glück, dass er wieder genommen hat. Gut, das war meine Partie. Ich glaube, dann kann Frederik wahrscheinlich eine deutlich schönere Partie vorstellen. Also ich fand deine Partie sehr schön. Ja, dann